So, schön, dass ihr alle da seid, heute beim Training. Wie immer treffen wir uns auf der orangenen Linie. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Da wir jetzt ja aktuell nicht in die Sporthallen können, versuchen wir ein bisschen von zu Hause zu trainieren. Ich versuche euch ein paar kleine Videos zu machen, wie ihr euch fit halten könnt, speziell fürs Badminton. Und wünsche euch viel Spaß. So, wir wollen natürlich mit einem kleinen Warm-up starten, haben natürlich nicht so viel Platz wie in der Halle, deswegen machen wir viel auf der Stelle. Wir machen vier Übungen sofort. Die erste Übung ist einfach nur Joggen auf der Stelle. Zweite Übung hinten anfersen. Dritte Übung Knie hoch. Und die vierte Übung, eine meiner Lieblingsübungen, sind die gesprungenen Ausfallschritte. Ne? Wir fangen immer in der Mitte an, springen einmal in die eine Richtung, wieder zur Mitte, in die andere Richtung. So, also wie gesagt, jede Übung 15 Sekunden lang, zwischen den Übungen keine Pause, ja, wir machen also 4x15 Sekunden, danach haben wir eine Minute Pause und dann machen wir Durchgang 2 und 3. Auf geht's! Ganz entspannt, erstmal auf der Stelle joggen, wir wollen ja erstmal warm werden. Eine Minute Pause. Okay, die erste Pause ist sofort rum. Wir können uns also noch einen ganz kleinen Tick steigern. Auf geht's, zweite Runde. So, das war schon wieder. Wieder eine Minute Pause und gleich kommt die dritte Runde. Sehr schön. Kleine Minute Pause wieder und dann geht's gleich weiter. So, jetzt sind wir alle aufgewärmt, jetzt machen wir ein bisschen Stabilisationstraining. Danach machen wir noch ein bisschen was Badminton-spezifisches am Schläger direkt. Aber jetzt erstmal Stabilisationstraining. Wir legen uns auf den Boden. Ich habe mir hier so ein Handtuch hingelegt, damit es nicht zu hart ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr empfindlich bin. Wir legen uns auf den Rücken. Die Füße stellen wir an, so wie ich jetzt ungefähr. Legen uns jetzt hier auf den Rücken. Die Hände einfach daneben abgelegt und jetzt heben wir die Hüfte an und bilden eine gerade Linie von den Schultern hier oben bis zu den Knien hier oben. Schultern hier bis zu den Knien da. Genau. Und machen davon 15 Wiederholungen. Relativ langsam. Ich fange mal an. Los geht's. Dann langsam wieder absenken. Nicht ganz ablegen. Der Rücken liegt ab. Das Gesäß nicht. Dann wieder hoch. So, dann machen wir als nächstes den Russian Twist. Ähnliche Ausgangsposition, ihr sitzt aber jetzt im Prinzip, eure Beine sind erstmal noch hier abgestellt. Genau, ihr nehmt jetzt aber die Beine hoch, nehmt euch zum Beispiel ein Kissen und habt euren Rücken hier relativ gerade, Bauch anspannen, Gesäß anspannen und dann einfach mit dem Kissen links, rechts, immer abwechselnd, 15 Mal. Genau, ganz wichtig dabei ist, dass ihr dem Kissen hinterher guckt immer, ja? Also immer dem Kissen hinterher gucken, 15 Mal jede Seite, ab geht's! Gut, dann geht's weiter mit Übung 3. Wir machen Squats oder auch Kniebeugen genannt, relativ breiter Stand, also mehr als hüftbreit auf jeden Fall. Dann immer schön mit dem Hintern runtergehen, wie bei jeder Übung. Bauch anspannen, Gesäß anspannen,
Rücken gerade lassen. Und bei dieser Übung achtet bitte darauf auch, dass eure Knie nicht über die Zehenspitzen hinausgehen. Okay? Gut, wieder 15 Wiederholungen. Los geht's. Okay, dann kommen wir zur Übung Nummer 4. Ihr legt euch wieder auf euer Handtuch, wenn ihr möchtet, oder auf irgendwas anderes, einen dicken Teppich oder so, damit es nicht so ganz hart ist. Genau, ihr hebt jetzt quasi vorne euren Rumpf an und eure Füße und Beine gehen auch in die Luft. Okay, und jetzt habt ihr den Oberkörper erst relativ flach über dem Boden und hebt den dann an. Okay, dabei auch wieder Bauch anspannen, Gesäß anspannen und 15 Wiederholungen. Okay, wir haben alle vier Übungen absolviert. Jetzt machen wir eine kleine Pause, trinken kurz einen Schluck und dann geht's gleich weiter mit Durchgang 2 und Durchgang 3.